Nichts als Ozean und ein kleines Floß. Wie wir hier gelandet sind, keine Ahnung. Und ob wir überleben, ist ungewiss. Zwischen tödlichen Fischen und Piraten müssen wir in 100 Tagen einen Ort der Sicherheit errichten. Und damit willkommen zu 100 Tage Minecraft Floß. Tag 76 und willkommen in Laslantis. Einige wollten Waterworld. Ich glaube, die meisten kennen Waterworld gar nicht mehr mit Robin Hood-Darsteller Kevin Costner, glaube ich, ne? Aber was alle kennen, ist abonnieren. Und wir werden als allererstes uns die Neptun-Rüstung zusammenangeln und dann so einen Unterwassertempel raiden. Legen wir mal los. Ich habe hier ein temporäres Bett und das wird sehr, sehr viel angeln, glaube ich. 10 Tage angeln und 64 Fisch, 84 Quallen, 45... Ich könnte ein Aquarium aufmachen. Quasi Nemo als Puppentheater. Und genau eine Kiste. Und in der Kiste ist drin das Schwert. Oh, wie gut. Wie gut. Naja, immerhin, aber wie gut. Ich hätte natürlich gerne mehr gehabt. Das muss reichen. Ich kann nicht 100 Tage angeln. Hilfe, ich bin in einer Message in der Flaschefabrik gefangen. Okay, gut. Beste Nachricht. Na toll, was machen wir denn jetzt? Das ist halt wirklich, das ist krass, krass useless irgendwie gewesen, 10 Tage zu angeln. Wir hatten noch ein paar Bücher hier, ne? Ein paar Diamanten. Da machen wir erstmal einen Verzauberungstisch. Den stellen wir mal hier hin und dann da Bücherregale. 1, 2, 3. So, reicht ja nicht, ne? Für maximale Verzauberung oder so. Wir kommen gerade mal auf Level 17. Aber gut, das geht. Das ist besser als nichts. Und dann machen wir uns ein bisschen Diamantrüstung. Also den Rest machen wir dann Diamant. Weil, ganz ehrlich, ich kann nicht noch mehr angeln. Das geht nicht. So, Protection 2, Unbreaking 1. Was haben wir hier jetzt? Protection 3, okay. Gut, das sollte doch gehen. Das sieht ein bisschen wild aus. Kann ich eigentlich die Neptun-Klamotte noch verzaubern? Geht das? Jo, das geht. Oh, ich muss noch ein bisschen leveln. Level ich denn jetzt am schnellsten? Hier? Uah! So eine Qualle weggeboxt, Hauptsache leveln. Was ist das denn? Oh, der sieht ja schön aus. Ich will den gar nicht hauen. Bist du lieb? Bitte sei lieb, bitte sei lieb. Du siehst aus wie ein übergroßer, lieber Delfin. Hallo? Ja, den haue ich nicht, den finde ich so süß. Ich habe jetzt ein neues Schwert, ich versuche jetzt so einen Hammerhai. Komm her. Baff! Und, wehr dich doch. Warum haust du mich denn nur, wenn ich im Boot sitze? Okay, ich bin Level 16. Und mein schöner Delfin ist weg. Ich glaube, der ist vor den Haien geflüchtet. Oh, Schärfe 2 noch drauf. Das ist auch gut. Habe ich ja noch mehr Damage. So, dann nehmen wir noch ein paar Blöcke mit. Und dann gehen wir mal zu so einem Unterwassertempel. Wir gehen vor allem. Wir fahren mit Boot. Hallöche, Leute, ich bin wieder da. Ihr müsstet mich mittlerweile zu eurem Captain nennen. So oft, wie ich hier schlafe. Du, mein Erzfeind. Ich glaube, ich muss ihn beseitigen, ne? Damit ich Captain werde. Tag 87. Und ich muss mal gucken, wie wir das jetzt hier angehen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, wir werden immer reinschwimmen und uns einen Ring bauen, sodass wir safe sind von außen. Aber ich würde gerne erstmal spontan gucken, ob ich Spawner sehe. Sehr viele sogar. Aua. 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 So. Der ist schon mal weg. Hallo, Freunde. Der Nacht, wollte ich schon sagen. Das ist unter Wasser. Lass den Trident, wo er ist. Komm, mach weg jetzt. Mach doch weg jetzt. Oh. Okay, guck mal, da, überall schon wieder. Ich meine, Gott sei Dank kriege ich sie jetzt schnell kaputt. Aber es sind so viele einfach. Hör dir das mal an. Hier googelt einfach alles. Da. Alter. Ich glaube, ich muss wegfahren und wiederkommen, damit die wieder despawnen, ne? Warte, ich probiere mal gerade. Hier irgendwas? Ah, Spawner. Geh weg. Oh, dann rennen die auch noch da rein, ne? Hab gesagt, geh weg. Oh, Mann. Okay, ich düse nochmal weg. So. Ist weit genug. Ich weiß nicht. Hab ich echt Haibesuch. Weg, 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 weg. Super. Ich suche weitere Spawner. Dupi, dupi, du. Du hast eine Angel, cool. Ich glaube, so langsam werden die Spawner weniger. Hier werden noch welche sein irgendwo. Ah, guck mal, da kommen sie schon. Das Leben unter Wasser ist nicht meins. Oh, guck mal hier. Wow. Ja, kannst mich nicht sehen.
Hallo. Kannst mich nicht sehen. Hallo. Kannst mich nicht sehen. Aber ich kann dich hauen. Also es muss doch hier irgendwo eine geheime Kammer mit Superloot geben oder was. Das ist doch sonst viel zu krass. Okay, wo kommen die auf einmal alle her? Jetzt darf ich hier nicht mehr schlafen, ne? Das ist echt eine Frechheit. So, ob ich hier schlafen darf? Ich kann sie sehen, aber... Boah, nachts ist das voll hübsch hier, ne? Da ist ein Oktopoden. Ja, klar. Also, die ist doch mal richtig getrollt. Beste Spinne. Ja, hier darf ich schlafen. Oh, das ist ein heißes Date da am Boot. Aber hier muss es doch irgendwas noch geben. Also es kann doch wirklich nicht alles gewesen sein. Hier vielleicht. Ich habe halt auch echt Angst. Da ist noch ein Spawner. Okay, ich habe halt auch echt Angst, dass ich da unten nicht mehr rausfinde, ne? Wenn ich einmal drin stecke. Komm, weg damit jetzt, danke. Ich habe das Gefühl, dass die Fässer hier immer wieder respawnen. Weil die Fässer hier oben sind ja wieder voll. Habe ich die nicht mal leer gemacht hier? Hier sind die Goldblöcke. Die Goldblöcke können wir ja rausreißen. Die gibt es ja sonst auch so im Unterwassertempel. Ja, nervt doch nicht. Könnt ihr euch mal ein anderes Hobby suchen? Ertrunkene mache ich sogar keinen Halt vor Kindern. Und das ist ja der Eingang, ne? Und dann ist der Guardian, also der Elder Guardian, ist ja eigentlich irgendwo da. Das ist eh eine Ruine, ne? Aber ich habe immer noch das Gefühl, ich habe etwas verpasst. Es ist halt einfach eine gute Mobfarm. Sind wir mal ehrlich, es ist eine gute Mobfarm. Mehr ist es nicht. Guck mal, ein versunkenes Schiff. Ich wette, wir haben hier mehr Glück, als mit diesem ganzen Tempel dahin. Ach, nicht dein Ernst. Jetzt geh doch weg hier. Ich bin doch schon weggegangen von eurem Tempel. Lass mich in Ruhe. Ich will in das Schiff gucken. So, gucken wir mal hier rein. Mhm, da finden wir ja schon was. Jo. Okay, ich hole gerade Luft. Ist klar. Wofür mache ich diesen Tempel, Mist? Und das war ja nur Truhe 1. Es gibt ja meistens noch eine hier. Okay, was auch immer das ist, weiß ich nicht. Und hier gibt es eigentlich auch noch eine. Hier kann ich sogar atmen. Stimmt, hier ist die Tür. Oh, Bücher. Auch sehr, sehr gut. Empty Map. Wetten, das ist wieder dieselbe Map. Okay, nein. Ist von hier. Gut. Egal. Lassen wir das mit dem Tempel. Das hat wenig Sinn. So, aber zu Hause angekommen. Müssen wir einmal gerade gucken, ob wir diese komischen Samen pflanzen können hier. Diese Blue Pickle Weed. Keine Ahnung. Nö. Was mache ich denn damit? Ach, das sind Blumen. Okay. Ja, hier. Wobei, nee, warte mal. Ich nehme die mal mit. Ich habe ja noch was vor. Also nicht damit. Das war unser größter Fail. Tag Nummer 90. Und wir verlassen mal gerade Las Lantis. Wir müssen nämlich zu unserer kleinen Sandinsel. Weil bei dieser Alex Mobs Mod... Sag mal, hängt der immer noch da hinten? Ne, den nehme ich nicht mit. Bei dieser Alex Monster Mod, die im Übrigen mega cool ist, wenn man auch noch Land hat und ins Nether und im End und die hat überall neue Monster, werden aber die meisten Monster gezähmt mit Hummerschwänzen. Also die meisten Wassermonster. Und deswegen bauen wir einen kleinen Außenposten auf der Sandbank und gucken, ob wir da in der Umgebung Hummer finden. Oder vielleicht spawnen sie sogar. Was ist das denn? Flint? Oh, ich kann aber nicht wieder hinlegen. Okay, cool. Aber hier machen wir jetzt ein Urlaubsresort quasi. Aber spontan sehe ich keinen Hummer. Egal, das soll uns nicht aufhalten. Wir werden erstmal gerade hier den Sand weggrabbeln. Wir brauchen sowieso ein bisschen Glas. Wir machen auch ein kleines Aquarium. Irgendwie ist die Insel größer, als ich gedacht hätte. Aber okay, pass auf, das Aquarium soll quasi unter das Haus. Das heißt, wir brauchen ja zumindest 5x5. Nicht so schlau, keinen Ofen mitzunehmen, keinen Brennstoff. Ich glaube, wir müssen auf so ein Schiff. Warte, ich stelle mal mein Bett gerade mal hier hin. Die Werkbank dahin. Und jetzt düsen wir rüber. Wir sind ja mittlerweile ein wenig stärker. Ich denke, wir sollten es schaffen. Okay, das ist lustig. Hallo. Betteln die sich jetzt? Nee. Komm mal her. Hier, was ist los? Na? Oh mein Gott, das ist laut. Wir sind an Deck. Und unter uns rastet alles aus. Hallo. So, mal gucken, ob ich hier vorne schlafen kann. Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn das klappt. Na klar, warum auch nicht?
ganz vorne an der Spitze. Alter, was denn hier? Was ist denn hier los? Oh. Gleich habe ich's. Juhu, 3 Kohle. Aber jetzt müssen wir da auch noch da unten reingucken, oder? Au. Ich meine, da unten schießen echt viele. Alter, was da unten los ist. Aber ist lustig, die knallen sich alle gegenseitig ab. Ey. Du hier so von der Seite. Ach, Borner. Stimmt, da unten war ja was. Egal, das kriegen wir hin. Hallo. Uiuiuiui. Okay, Spawner. So, den haben wir. Oh, die kommen alle hoch. Oh, wie viele? Wie viele? Oh, komm, gleich haben wir's. Das müssen wir schaffen, komm. Au, 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 ich muss gerade was essen. Dann kommen die auch eh hinterher. Oh mein Gott, da kommt ein Creeper. Geschafft. Alter Schwede. Kiekse. Mann, was so eine Rüstung ausmacht, ne? Wie easy wir jetzt hier das Schiff einfach platt gerannt haben. So. Aber hier gibt's ja echt nur Mist, ne? Braucht kein Mensch. Ja, Diamant, okay, aber... Ja, komm, nehmen wir mit. Den würde ich gerne mitnehmen. Wie auch immer ich den jetzt hier... Nein. Ja. Wie viele Fledermäuse hängen denn hier? Wer nimmt die denn alle mit? Okay. Da, guck mal hier. Aha, hier war nämlich noch ein Fass. Stimmt. Ich bin ein Kaktus. Aber ich würde sagen, den ersten Gegner des One Piece haben wir dann schon mal geschafft, ne? Also, die tun uns nichts mehr. Ach so. Das, Kollege, das ist mein Boot. Kollege, was fällt dir ein? Tschüss. So, Ofen steht. Sand geht jetzt da rein. Und zacki die zack. Mit 3 Cola kommen wir nicht weit, aber das ist schon mal ein Anfang. Jetzt würde ich gerne gerade was ausprobieren. Haben wir... Ne, wir haben eine Armbrüste, kein Bogen, ne? Egal, ich will was ausprobieren. Dann gucken wir, hier ist noch so ein Feind der Krone. Und diesmal machen wir Schiffsbattle. Wir gucken, ob was passiert, wenn ich... Hallo. Okay. Oh, es wäre so cool, wenn die Explosionen größer wären. Wenn man das Schiff wirklich stellenweise versenken könnte. Aber okay, hier sind ja noch ein paar, ne? Ja, geh mal baden. Genau, du machst das schon. Überlassen die mal ihrem sinkenden Schicksal und kümmern uns weiter um unsere kleine Paradiesinsel in der Hoffnung, dass wir hier noch Hummer finden. Aber sind Hummer nachtaktive Tiere? Kann es sein, dass sie nur nachts auftauchen? Aber dann wären es Monster, ne? Das sind's nicht. Was haben wir da? Eine Qualle. Ups. Leute, das ist meine Insel. Fällt euch ein hier, sag mal. 92. Und das ist ja ein schöner... Oh, das ist ein schöner Sonnenaufgang. Das heißt, wir müssen das Haus so bauen. Genau, so. Also da ist die Öffnung. Hier hinten kommt ein Fenster rein, damit wir den Mond noch... Ja. Bin da voll dabei. So, pass auf. Oh, das ist gut. Jetzt können wir nämlich hier das Holz, was wir geklaut haben. Nehmen wir einfach das. Und packen das hier rein. Ja, so, dann kann das da weiter brutzeln. Aber als allererstes brauchen wir hier eine, genau, Palme. Ganz einfache Palme, wobei man müsste hier, glaube ich, wirklich nochmal so machen, ne? Damit hier so ein bisschen schräger steht. Aber ganz einfach und jetzt klemmen wir den Blumenpott da rein als Kokosnuss. So. Oldschool-Palme. Ah, nicht ganz eine Palme. Ja, ist okay. Kann man lassen. Ich umrande das Loch jetzt erst einmal. Und vielleicht mache ich auch den Boden in der Mitte mal zu, damit ich nicht außersehen irgendwo mal reinschepper. Außer natürlich hier, wo es noch runter geht. Aber wir machen das Ganze 2 hoch. Oder 3. Dann gehen wir einen nach innen und ziehen das mal mit so einem Ring zu. Wir machen nämlich wirklich einfach so eine kleine Kuppel. So eine kleine Dreiviertelkugel. Und dann nochmal und machen das Dach einfach zu. Hässlichste Haus ever. Aber jetzt heißt es ja auch schön machen. Das kommt dann immer danach, dass sie die Teile arbeiten. Die dauert immer länger. Als allererstes würde ich hier gerne sehr, sehr groß offen lassen. Also ich will gar keine Tür oder so. Ich lasse das einfach so
so auf. Dann gehe ich nämlich dazu über, pass mal auf, mache hier Falltüren hin, zwei Stück. So eine Treppe. Dann mache ich hier drüber Stufen. Und hier nochmal Falltüren. So. Und dann kommt hier Zäune hin. Und schon haben wir unseren schönen Eingangsbereich, von dem aus wir auch den Sonnenaufgang sehen können. Ja, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Das geht doch schon mal klar als Eingang, oder? Man könnte jetzt natürlich noch hingehen, könnte noch so machen. Und hier noch eine Falltür reinklemmen, damit... Ja, okay, machen wir so. Könnte auch so ein Schamanenhaus sein, ne? Oder so jemand, der dir die Zukunft voraussagt. Tag 93. Ich habe nicht so viel Zeit zum Bauen. Ich muss das Aquarium noch füllen und Fischis reinpacken, ne? Und am besten noch Hummer finden. Aber ich bin zu spät auf die Idee gekommen. Wir müssen uns beeilen. Ja, noch ein Zaun. Hier noch ein Zaun. Und schon habe ich schöne kleine Fenster. Wir müssen das Dach noch ein bisschen abrunden, ne? Das ist mir noch ein bisschen zu massiv. Aber ansonsten geht schon, ne? Aber mir fällt gerade auf, ich habe gar keinen Eimer mitgenommen. Das war nicht so schlau. Wir müssen nochmal... Okay, wir müssen nochmal rüber. War das ein Hummer? Wir müssen doch irgendwo Hummer rumkrabbeln, ey. Das kann doch nicht sein. Aber wir müssen nochmal rüber. Wir brauchen noch zwei Eisen für einen Eimer. Sonst kriegen wir die Bude ja nie voll. Alter, 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 Alter! Was ist hier los? Ich komme rein, Leute, ich komme rein. Alter, das eine Spinnennetz da ist halt einfach der Overkill für die, ne? Was ein so ein Spinnennetz ausmachen kann. Hammer. Ah, der Spawner hier hinten. Und die waren halt wirklich alle da an dem Loch. Hier ist einfach Ruhe. Hey, noch eine Kokosnuss. Hä, gibt's hier nicht ein Fass, nicht eine Truhe? Nicht? Ich glaube, ich hab's mit meinen wahnsinnigen Attacken gesprengt. Juhu, noch ein Eisen. Noch ein Diamant. Yay, Diamanten. Ich brauche aber Eisen. Fische und eine Kohle. Das ist doch... Was sind das denn für riesen Piratenschiffe? Die haben ja nix. Oh, oh, oh. Der kam jetzt unerwartet. Ganzes Schiff, nur ein Eisen. Das kannst du doch keinem erzählen. Aber was ich wieder mitnehme, ist die Glocke für unsere Insel. Das sieht schon cool aus. Komm. Das sieht schon cool aus. Mit der einen Palme. Ist ja einfach auf meinem Haus gespawnt. So. 94. Sieht echt cool aus. Okay, wir müssen auch da nochmal rüber, ne? Ah, ja, gut. Dann machen wir sie gleich alle fertig. Und der One Piece gehört uns. Wir können auch so machen. Echt? Das ist zu einfach. Es ist halt wieder das Spinnennetz. Es ist so einfach. Wenn ihr mal so ein Piratenschiff habt, nehmt die Spinnennetzecke. Easy. Bevor wir jetzt hier hin und her keschern, kann ich... Oh, schade, ich kann die nicht auf Sand anbauen. Das wäre schön gewesen. Schade. Ja, dann hier, geh doch ertrinken. Es ist ein bisschen anstrengend, aber nur ein bisschen. Aber auch irgendwie cool, dass man sich so selber ertränkt, indem man in dem Becken schwimmt, dass man auffüllt. Das macht wenig Sinn, Lars. Und genau in der Mitte machen wir eine Falltür. Und eigentlich, wenn ich jetzt Eisen hätte, könnten wir Laternen machen. Aber wir können auch hier, mal so, Laterne, Fackel. Was rede ich denn da? So, und der Spaß ist auch so ein bisschen beleuchtet, ne? Wasser drin, sehr gut. Wir nähern uns doch noch unserem Ziel. Wir schaffen das noch. Also zumindest irgendein Tier da reinzustopfen, auch wenn wir keine Hummer finden. Aber ich bin gegen Haustiere. Habt ihr mal drüber nachgedacht, dass eigentlich der Hund, ne, der beste Freund des Menschen, nur millionenfach von den Menschen entführt wurde? Als kleiner Stöpsel von der Mama weggerissen, nur damit der irgendwen von uns glücklich machen kann. Wir sind quasi alle Massentierentführer. So, ein bisschen Seegras hier rein. Damit das Ganze auch ein bisschen grün ist. Wieso kann ich an dieser Falltür nicht rausklettern? Was soll das? Warum ist hier ein Luftloch? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist kein Luftloch, das sieht nur so aus. Das ist ja Schiebung. 95! Jetzt können wir noch ein bisschen... Guck mal, da sehe ich sie doch schon. Hier so ein paar Sea Pickles. Seegurken. Muss ich auch die Schere für nehmen. Oh, und warte mal, warte. Bleib hier. Unser ersten entführten Fisch, wenn wir dann die Sea Pickles hier ein bisschen angebracht haben. Und bitteschön. Oh Mann, das ist so doof gemacht von mir mit der Falltür in der Mitte.
Das ist so doof. Nein. Du musst da rein. Nein. Da rein. Oh, schnell wieder in den Eimer. Wie mache ich das denn besser mit der Falltür, sag mal? Ich glaube, indem ich eine Leiter dran batsche, ne? Das macht viel mehr Sinn. Warum komme ich da nicht selber drauf? Weil du blöd bist, Lars. Blöd, blöd, blöd. So, da ist er. Unser erster Fisch. Oh, du bist aber schön. Zack, danke. Guck mal, du bekommst einen Freund. Es sind schon zwei. Sehr cool. Die Frage ist, oh, ich glaube, ich muss die benennen, ne? Wenn ich jetzt wegfahre und wiederkomme, dann sind die weg. Ich muss Namensschilder holen. Wir dürfen gar nicht so viele Fische da reintun. Und ich habe immer noch keinen Hummer gesehen. Das ist wirklich nicht gut. Dabei suche ich nur einen Hummer. Ich habe gar keine großen Ansprüche. Ich dachte, das wäre ein Fisch. Alter, da habe ich mich erschrocken. Okay, keine Hummer. Wir düsen nach Hause Namensschilder holen. In der Hoffnung, die Fische sind noch da. Uah, ich wäre fast zu Hause vorbeigefahren. 96. Wo sind meine Namensschilder? Drei Stück habe ich. Okay, das heißt, wir können drei Fischis reinpacken. Ich habe jetzt die drei Namensschilder schon heimlich benannt. Und der ist... Ja, der ist halt einfach geil, ne? Der ist halt wirklich einfach geil, der Typ. Das ist immer das Traurigste an den letzten 25 Tagen. Ich kann euch nicht fragen, wie ich die nennen soll. Aber okay. Ein bisschen muss ich ja auch selber hier kreativ sein und so. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Ach, geh weg, Barracuda. Wer bist du denn? Hallo, wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Hallo? Fisherman. Friends. Ich glaube, ich muss mal einfach raus ins Meer brettern, ne? Oh shit, ich habe wirklich keinen Plan, wo ich bin. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die Schiffe hier sind noch nicht gesprengt. Das sind nicht meine Schiffe. Hä, bin ich jetzt richtig? Ja. Oh. Das war aber Zufall. Egal. Fischis? Fischis sind noch da. Okay. Pass auf, dann haben wir... Heribert. Henriette. Henriette, goldene Kette. So, wer weiß, welche Zeichentrickserie? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. In was für einem Biom sind wir hier? Warm Ocean. Okay, hier werden wir keine Hummer finden. Ich habe gegoogelt. Wir bräuchten ein Beach-Biom. Das hier reicht offensichtlich nicht als Beach-Biom. Aber wir brauchen einen dritten Fisch. Ist auch egal welcher. Ich würde gerne eine Qualle nehmen, aber ich glaube, das geht nicht. Doch, geht. Okay, ich nehme eine Qualle. So, und damit man das versteht, pass auf. So, Hannelore und Heribert sind das Ehepaar und Henriette ist das Kind von denen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber hey... Lassen wir sie doch einfach, ne? Die machen das schon. Ja, schnell noch zwei Kokosnüsse hier dran klemmen. So. Sieht ein bisschen besser aus. Und da steht ein einsamer, armer Creeper. Okay, jetzt ja nicht mehr. Ich würde sagen, oh, ist der allein. Warum spawnt denn jetzt einfach alles? Okay, ich gehe schlafen. 97! Und ich würde gerne die Insel noch ein bisschen schicker machen. Nur ein bisschen. Ein ganz klein bis. Haha. Grillsaison hat angefangen. Ganz einfacher Steg, ne? Ganz easy. Hier machen wir das auch nochmal. Und dann müssen wir noch irgendwie einen Zaun drauf und eine Fackel oder so, damit das Ganze nicht so ganz so platt aussieht. Warte mal, wir haben noch ein bisschen Driftwood. Lass doch mal gucken, wie das aussieht, wenn wir das aus Driftwood machen. Ja, voll okay. Die Falltüren gefallen mir echt gut. Aber warte mal, gab es nicht so Möbel irgendwie? Habe ich nicht sowas gesehen? Ein Chair zum Beispiel? Oh, Mr. Cryfish Furniture Mod. Ja, die ist cool. Die können wir echt benutzen. Oh, wir brauchen Stämme. Dann müssen wir ja nochmal nach Hause fahren. Oh no! Ja, wir haben Andesit. Nice. Warte, dann packe ich den Stein gerade in den Ofen. Wir brauchen nämlich normalen Stein. Und schon am Tag 98. Ey, Leute. Kommt bloß nicht auf blöde Ideen, ja? Könnte ich hier kurz vor knapp nochmal abhauen. Das geht nicht. Aber, pass mal auf. Wir werden jetzt mal erstmal hier ein bisschen Kram reinräumen. Eine Lore habe ich auch noch mitgenommen aus Gründen. Mal gucken. Wir werden jetzt aber mal, wenn wir so machen und so, bekommen wir nämlich Rock Pass. Das finde ich eigentlich ganz cool. Die kann man nämlich so...
cool. In der Wüste sehen die noch ein bisschen anders aus. Die kann man nämlich dann da so zum Beispiel hinmachen, dass man hier so Weg hat. Und vielleicht auch irgendwie noch hier rüber. Und jetzt wird noch ein bisschen dekoriert hier. Guck mal. Eine richtig schöne, kleine, geile Bank. Aber richtig geil. Ja, ich kann mich da draufsetzen, ne? Ist eigentlich auch ein geiler Blick. Mit dem Schiff im Hintergrund. Vor allem könnten wir jetzt hier noch so eine Plattform machen, wo wir so Crates hinstellen. Also so Holzkisten. Und die kann man sogar benutzen. Und ich kann die locken. Cool, dann kann ich die, nur noch ich die aufmachen. Das ist ja cool. So, jetzt machen wir uns noch einen Briefkasten, weil man weiß ja nie. Vielleicht kommt ja jemand vorbei. Stellen wir hier hin. So. So, da gibt es hier drin noch einen kleinen Tisch. Und zwei Stühle. So. Ja, wird doch. So, jetzt hängen wir hier noch diese. Genau. Ist ja mega gut. Die Hütte ist einfach besser als meine ganze andere Base. Gehen wir hier in die Mitte. Ja, noch eine Laterne auf. Vielleicht könnten wir auch noch eine richtige Lampe hinhängen. Warte mal. Nö. Also es gibt hier so eine Steinlampe. Ah gut, eine Shroomlight habe ich aber nicht. Schade. Ja, ist doch noch mega schnieke hier. Einfach so ein paar Fässer, Bänke. Und schon sieht das Ganze tausendmal besser aus. Vielleicht senden wir hier auch noch so ein Lagerfeuer hin. Dann können wir hier so ein bisschen Fackeln wegmachen. 99! Und den Tag nutzen wir, um noch ein bisschen die Karte aufzudecken. Was ist denn mit dem Hai? Hallo? Hallo? Hast du Bock? Also, ich scheine nicht böse zu sein, aber... Oder hat gerade keinen Hunger, aber komm mal her. Na? Okay, was auch immer das jetzt für ein Achievement ist. Oh, warte, ich muss mal atmen. So. Was droppt der denn alles? Werde Ziel von einem Hai. Da dann. Okay, ja, das war jetzt einfacher als gedacht, ehrlich gesagt. Ich fände es cooler, wenn die ein bisschen schneller wären, aber okay. Wow, das sieht auch cool aus, ne? Wenn man so viel weiten Ozean hat. Alter, da besteht die ganze Welt nur aus warmen Ozean, deswegen gehen uns voll viele Fische verloren. Guck mal, der ist ja cool. Hallo. Ja, come on, übertreib mal. Ha. Ha. So. So. Der hatte einen Namen, ne? Aber der hat mich direkt angegriffen. Opfer. Ey, geh mal runter von meinem Dach hier. Was ist da los? Ich wollte noch was mit Weizen machen. Genau, eine Türmatte. Warte. Niemand willkommen! So. Okay, falsch rum, aber egal. Geil, eine Türmatte. Das ist ja eine lustige, lustige Idee. 100! Und es gibt nur noch eine finale Aufgabe. Wir paddeln mal einfach gerade raus. Okay, der 100. Tag geht so langsam zu Ende. Ich fahre die ganze Zeit straight. Und ich finde einfach immer weiter Riesenschiffe, kleine Schiffe, 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 Schiffe. Und deswegen segeln wir jetzt in ein neues Abenteuer. Abonnieren, liken nicht vergessen. Ciao. Mit V.